wenn Sie die Neubaustrecke sich ansehen und auch die durchaus baulichen Schwierigkeiten, die wir im Verlauf der Jahre gehabt haben, dann können wir heute ganz sicher sagen, im Dezember wird die Neubaustrecke in Betrieb gehen. Und sie wird in Betrieb gehen, so wie wir es vor vielen Jahren beschlossen haben. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass die Neubaustrecke für Baden-Württemberg von absolut zentraler Bedeutung ist. Denn das verkürzt die Wege zwischen Stuttgart und Ulm auf die Hälfte der Zeit. In 10 Jahren 60 Kilometer Strecke zu bauen, die zur Hälfte getunnelt ist, und man kann auch sagen, da es ja 2 Tunnel sind, sind es 60 Kilometer Tunnelstrecke. Das ist schon ein aufwendiges Projekt gewesen, dass das alles so gut gelaufen ist. Kompliment an Herrn Drescher und an die Bahnunternehmen, die Mitarbeiter, die Auftragsnehmer, die wirklich alle, glaube ich, sehr gut zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das Land Baden-Württemberg hat auch einiges dafür getan, dass das, was behördlicherseits zu tun war, naturschutzmäßig zu regeln war, dass wir da immer hilfreich zur Seite gestanden sind. Ich will zum Schluss nochmal ganz herzlich mich bei Ihnen bedanken, Herr Pofalla, bei der Deutschen Bahn, bei DB Infrastruktur, bei Herrn Drescher und all denen, die geholfen haben. Und ich glaube, das wird auch eine große Freude sein, wenn wir dann im Dezember die Strecke insgesamt einweihen. Und ich glaube, da wird hier in Märklingen ein Fest vorbereitet. Vielen Dank.